Liebe Waldbesitzer und Waldfreunde, heute starten wir eine neue Serie, nämlich die forstlichen Standorte. Wir zeigen euch in der Serie verschiedene forstliche Standorte und wie man die bewirtschaftet. Und heute beginnen wir mit dem ersten Video und da zeigen wir euch natürlich erstmal, was ist überhaupt ein forstlicher Standort, wie beschreibt man diese Faktoren, die den Standort ausmachen und woher bekommt ihr dann die Informationen, die für euch dann in der Bewirtschaftung wichtig sind. Ja, zuerst mal, was ist überhaupt ein Standort? Ein Standort meint im Grunde genommen die Summe der Umwelteinflüsse, die hier an der besagten Stelle auf die Bäume einwirkt. Und das ist zunächst mal, unterscheidet man abiotische Einflüsse und biotische. Abiotische, die kennt jeder, das ist zum Beispiel das Klima. Unter Klima versteht man zum Beispiel in der forstlichen Praxis hier die Temperatur, wie warm wird es hier, wo ich jetzt bin. Es ist auch unterschiedlich warm im Tagesverlauf und natürlich im Jahresverlauf. Es sind natürlich auch die Niederschläge, wie viel regnet es hier an der Stelle. Es ist auch wie kalt wird es. Dann ist natürlich auch die Lage des Standorts wichtig, zum Beispiel Geländeneigung. Bin ich am Mittelhang, bin ich oben am Berg, bin ich am Unterhang oder bin ich in der Ebene? Es spielt auch die Sonneneinstrahlung eine Rolle. Ist eine Freifläche wie hier, wo die Sonne natürlich starke Strahlung verursacht. Und es kann natürlich auch zu Frostgefahr kommen, weil natürlich die Ausstrahlung entsprechend hoch ist. Oder ist es eher im Schatten der Standort? Wie ist die Windverhältnisse hier? Ist ein starker Wind, kann ein starker Wind durchgehen, ist Ruhe oder ist zum Beispiel ein Schutz durch andere Bäume da. Und natürlich biotische Einflüsse, die im Zyklus, im Lebensalter immer bedeutsamer werden. Da versteht man darunter einfach den Einfluss durch die Konkurrenz, durch andere Bäume oder auch durch andere Vegetation, wie Unkraut oder Ähnliches zu Beginn des Lebens. Da ist einfach Licht-, Nährstoff- und Wasserkonkurrenz da. Und das spielt natürlich auch am Standort eine Rolle. Ja, wichtig ist einfach, diese Standortsbedingungen zu kennen und die zu verfolgen. Ganz wichtig ist auch der Boden, der hier eine Rolle spielt. Der Boden ist ja unterschiedlich aufgebaut. Wenn man sich wenn Sie einmal das Glück habt, ein Bodenprofil zu sehen, beginnt der Boden oben, das ist eine Art Oberschicht, das ist also der Humus, der durch die Zersetzung der Pflanzenreste im Grunde genommen eher dunkel gefärbt ist oder sogar schwarz ist. Je nachdem, wie viel Zersetzung hier stattfindet, ist er mehr oder minder mächtig oder weniger mächtig. Das heißt, ein paar Zentimeter hat der Humus oder sogar 20, 30 Zentimeter. Danach folgt die Hauptbodenschicht, die durch Verwitterungsprozesse aus dem Ausgangssubstrat entsteht. Das heißt, wir unterscheiden hier im Wald oft einen Sand oder einen Lehm oder einen Feinlehm oder sogar einen Ton. Und am Schluss vom Bodenprofil ist ja das Ausgangssubstrat, also entweder Sand oder Gestein oder eine richtige Stauschicht, was da kommen kann. Da gibt es also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. So ist jeder Boden aufgebaut. Der ist auch ein Entwicklungsprozess. Die Entwicklungsprozesse sind natürlich langsamer und die sind jetzt im Prinzip unterirdisch. Und drüber ist eben die Klimabedingungen, die am Standort herrschen und die könnt ihr ganz gut weiter verfolgen. Also für einen Waldbesitzer, für euch ist wichtig zu wissen, was ist da für Grundvoraussetzungen gegeben im Boden drin und was passiert oberhalb des Bodens. Und jetzt kommen wir mal auf den oberhalb des Bodens zu sprechen. Diese Informationen sind wichtig. Die könnt ihr selber auch beobachten. Zum Beispiel Niederschlagsmenge. Ihr habt vielleicht ein Regenmesser zu Hause im Garten, stellt es auf. Jeder kennt das. So und so viel Millimeter ist der Niederschlag gewesen. Das wird immer bedeutsamer, weil dieses Wasser brauchen die Bäume. Und draußen im Wald gibt es halt auch Unterschiede. Manchmal regnet es,
Und dann an dem Standort ist vielleicht dann noch sehr trocken, weil da die Niederschläge gar nicht runtergekommen sind. Das zu wissen, ist schon ein Vorteil. Und das zu beobachten über einen längeren Zeitraum ist auch ein Vorteil, weil da kann ich dann meine jetzige Bewirtschaftung entsprechend anpassen. Wenn es trockener wird zum Beispiel, dann muss ich damit rechnen, dass vielleicht die Umtriebszeit oder das Alter von der Fichte oder Kiefer entsprechend gemindert wird, weil die immer mehr Probleme bekommt mit der Trockenheit. Oder ich muss vielleicht, wenn ich so eine Freifläche, wie ich es jetzt hier vorfinde, muss ich überlegen, welche Möglichkeiten habe ich in der Neubesetzung der Bäume, und dann setze ich vielleicht eher auf eine trockene Variante. All die Dinge spielen eine Rolle, spielt aber auch eine Rolle, wenn ich zum Beispiel Baumarten hier anpflanze, die ja eher Wärme benötigen, dann ist natürlich eine Freifläche, wo Wind immer wieder mal durchpusten kann, eher störend. Das heißt, da muss ich die Bäumchen eher schützen. Elsberry zum Beispiel muss ich dann schützen. Da gibt es so sogenannte Wuchshüllen, die können das so ein Kleinklima schaffen. Genauso könnte es aber sein, dass ich eine Tanne hier auf diesen Standort möchte, und die halt als Schattbaumart klassisch einfach leidet auf einer Freifläche, wenn große Ausstrahlung ist im Winter und in den kalten Tagen besonders hoch und dadurch die Frostgefahr steigt. Oder einfach die Konkurrenzsituation zu kennen, die biotischen Einflüsse. Wenn ich einmal Anpflanzung habe und dann tue ich die beobachten, ich habe ja eine bestimmte Mischungsform von Bäumen, die auch, die einen wachsen schnell, die anderen eher langsamer. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel eine Baumart, die langsamer wächst, völlig überwachsen wird, weil die Konkurrenz viel stärker ist, dann muss ich entsprechend eingreifen. Den Boden kann man nicht beeinflussen im ersten Moment, sondern einfach nur kennen. Und wenn man den kennt, dass ich wie hier, hier bin ich an einem Unterhang. Das heißt, hier ist ja der Wasserfluss von oben nach unten im Gelände. Das ist auch wichtig. Hier ist die Tendenz dann so, dass ich hier Bäume setze, die einfach mehr Wasser benötigen. Da ist genau dieser Standort gut, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Wasser hier auch ankommt. Genauso ist aber umgekehrt, wenn ich am Berg bin, dann ist Wassermangel wohl normal. Und da setze ich dann eher auf Baumarten, die auch mit diesem Wassermangel zurechtkommen können. Wenn ich hier im Hang, Unterhang bin, ist es auch so, dass die Böden natürlich dichter werden. Das heißt, ich brauche hier Baumarten zum Beispiel, die den Boden gut durchwurzeln können. Da sind eher Tiefwurzler gefragt, wie die Eiche oder wie die Tanne, die einfach auch diese Bodenschichten durchdringen können. Während die Lärche als andere Baumart einfach einen gut durchlüfteten Boden brauchen, und die haben hier schon mal schlechte Startvoraussetzungen. Und wenn ich diesen Standort, diesen Bodentyp und diese ganzen Faktoren kenne, dann vermeide ich einfach bestimmte Risiken und ich habe bessere Erfolgsaussichten, dass die Bäume, die ich hier setze, auch später hier gut wachsen können. In der aktuellen Bewirtschaftung ist das natürlich auch wichtig, weil die beobachte ich ja und da begleite ich die Bäume, da forme ich die, mit den Durchforstungen greife ich ein. Aber der Standort und die Standortsfaktoren, die sich auch das Klima, vor allem die oberirdischen Faktoren, die muss ich beobachten, weil da ändert sich ja immer wieder was. A, durch diese Freiflächen, die jetzt durch die Schadholzanfall zum Beispiel schnell entstehen können. Und da muss ich schauen, fühlt sich zum Beispiel die Kiefer noch wohl, fühlt sich die Buche noch wohl, wie kann ich die Bewirtschaftung fortführen. Das ist ein ständiger Wechsel von Beobachtung und Handeln. Und das ist halt in der Forstwirtschaft sehr wichtig. Die Kenntnisse von dem forstlichen Standort, vom eigenen Wald, ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung, wie die Bäume einfach gut wachsen können im Wald. Woher bekommt ihr die Standortsinformationen? Ja, also zunächst einmal gibt es natürlich eine Standortskarte, es gibt eine Standortskartierung. Ihr könnt
mit euren staatlichen Förster Kontakt aufnehmen und der kennt diese Kenntnisse und es ist wichtig, dass man selber das weiß. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen Bohrstock einfach im eigenen Wald reinzuschlagen, hinzuschauen, mit einem Experten rauszugehen und sagen und zu fragen, wie schaut denn der Standort da konkret aus, weil das ist wichtig für die künftige Bewirtschaftung des eigenen Waldes. Andere Wetterdaten bekommt ihr natürlich am Internet oder ihr sammelt selber Daten, die sind ganz wichtig und wertvoll, zum Beispiel der Regenmesser oder auch einfach zu beobachten, regnet es jetzt hier häufiger oder nicht so häufig, wie ist die Lage von dem Standort, wie ist die Sonneneinstrahlung, das könnt ihr selber Erfahrungen sammeln, indem ihr einfach in den Wald geht zu unterschiedlichen Tages- und Jahresverlauf und da habt ihr genügend Daten und dann seht ihr, aha, so ist da die Wuchsbedingung für meine Bäume. Ja, das war jetzt schon das allgemeine Video zu dieser Serie und wir werden euch da in künftig verschiedene Standorte zeigen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch Fragen dazu. Stellt einfach die Fragen oder ihr habt Vorschläge, welche Standorte wir euch vorstellen können. Dann bitte einfach bei uns melden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst kein Video. Viel Freude im Wald!